eyes and you could tell. Ask me how I'm doing well. I don't get you jealous. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zusammen mit dem Tox. Hallo. Hi. Und ja, bei mir ist es jetzt schon über einen Monat her, das letzte Video. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Wo bist du hin? Ach, hier? Hä? Lol. Gerade einfach nicht so gesehen, so gedacht, wo ist er jetzt hin? Ein Monat kein Video, also Robin. Ja, das geht nicht, ich weiß. Aber ich hatte sau viel zu tun. Tatsächlich, also das ist keine Ausrede. Und, ja, aber jetzt dachte ich, endlich mal wieder, sollte ich ein Video schon mal wieder machen, ne? Ja. Also, jetzt auch mit dir hier zusammen mal wieder zu zweit. Das habe ich, glaube ich, auch schon länger nicht mal gemacht. Und, ja. Jo. Meine Runde Bad Wars übrigens, das Spezielle an dieser Runde ist auch, die wird im Double Screen aufgenommen. Das heißt, einmal seht ihr meine Sicht, einmal seht ihr mal die Sicht von Tox. Ja, kann auf jeden Fall ziemlich interessant sein. Wenn euch sowas gefällt, dann könnt ihr mir es ja mal in den Kommentaren mitteilen. So. Hast du Blöcke, um hochzukommen? Ja. Ich habe alles. Aber ich habe nur 3 Gold. Hä? Oder will jemand zu uns? Nee, ich habe 4 Gold. Ciao. Ciao. Perfekt. Ich gehe mal die 4 Gold safen. Ja, mach mal. Am besten droppst du den Bogen dann immer in die Base, naja, dass klar. Sich einer immer direkt umbringen kann. Das wollte ich machen. So. Tatsächlich eine meiner Lieblingsmaps, also Rustic hier, wenn es um 4x2 geht. Weil die einfach so angenehm zum Spielen ist. Finde ich. Ja klar, Rustic ist ja, gibt's auch schon ewig. Oh, da kommt einer. Mal ganz kurz wegspammen. Ja, war ja auch eine der ersten BW-Maps. Ich glaube damals, oh Gott, wer hat diese Map gebaut? War da echt Snox oder so noch beteiligt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja, also es stand mal drin. Kann ich das nachgucken? So, ja, Snox und Julnico haben diese Map gebaut. Das erste Bett ist weg von mir. Nice, perfekt. Ich baue mal ganz kurz unser Bett mal ein bisschen besser ein. Zwar mit Cobwebs. Da müssen die Leute mit Eisen ankommen. Und ja, ich glaube, so schnell hat hier niemand Eisen. Stimmt. Alle zu faul, sich rüber zu bauen. Ja, eben. Und Eisenschwerter, naja. Das müssen wir eh verhindern, dass die Leute möglichst wenig Gold safen hier. Aber natürlich auch so noch einbauen, dass man es am Schluss nicht naja, sieht, die Leute, dass es Cobwebs hat. Eigentlich nur noch Team Gelb. Sag mal, ja, ich stehe hier in der Base rum. Ich glaube, das halbe Video wird dann einfach sich Tox sein, aber egal. Und ich sag dann am Schluss, ja, ist mein Video. Kein Problem. So, ich bring mal einfach 8 Gold nach Hause, dass ich jetzt hier auch mal dir über was überlassen kann. Ja, sehr gerne. Dann gehe ich doch jetzt auch mal drauf, auf Gelb. Hoffe, dass ich nicht gleich sterbe von diesem gelben Typ da oben. Dass ich eh safe. Nee, doch nicht mach. Okay, sehr gut. Was? Ich heiße Control Fake. Okay, ich bin jetzt Control Fake. Also ist schon mal gut. Zu welchem Team Low? Ja, okay, ich sag gar nichts. Ja. Der Typ kam von Blau, deswegen wollte ich einfach auch zu Blau laufen. Ich dachte, der kommt von zu Hause. Wo hast du den Bogen hingedroppt? In den Villager. Okay, aber Gelb sollte eigentlich auch kein Bett mehr haben. Okay, gut, den habe ich jetzt. Perfekt, und ich habe das Bett von denen. Guten Tag, guten Morgen, adios Poishi und Hi Lux ist auch noch weg. Bettwurstrunde mit Poishi? Nein, Schatz. Okay. Nein, einfach nein. GG. GG. Der Control Fake kann mich auch noch entnicken. GG. Ups. Enter drücken soll ich vielleicht auch noch. So. War auf jeden Fall schon mal eine ganz schöne Runde. Und ich glaube, da hängen wir einfach noch eine dran, oder? Jo. Dann bis gleich. So, Runde Nummer 2 auf Dwarfs kann beginnen. Tox ist natürlich auch wieder da. Schon am fleißig Bronze holen. Ja. Diesmal machen wir eine Schwierigkeit. Auch schon zu uns. Was? Oh je. Bau dich einfach hoch, ne? Genau. Schwierigkeitsgrad wird ein bisschen erhöht. Nicht mal 4x2, sondern 8x2, dass ich vielleicht auch irgendwann mal was machen kann. Das wäre vielleicht ganz nice. Oh, okay, ich bin tot. Da kommt jetzt ein Grüner zu uns. Okay, Achtung. Das ist nicht so geil. Hast du ihn? Nee, aber jetzt.
Okay, nice. Dann möchte ich doch mal ganz kurz grün vernichten. Viel Glück. Ja, mit meinem Dings hier, also. So, ich baue unser Bett mal vorsichtshalber ein. Nein! Nein! Oh Mann! Genau dann hat er natürlich noch den Block platziert, ne? Dass ich das Bett nicht abbauen konnte. Wie viele Leute bauen denn hier schon Betten ab? Ja, es geht ordentlich zur Sache in der Runde, das stimmt. Ich hoffe einfach, dass sich niemand diagonal baut. Ja, das wäre dann in den meisten Fällen ganz schön unerwartet. Ja, und es hat auch ein bisschen nervig. Der Hit war erste Sahne. Okay. Wird reingekattet. So, da ich, ist es. Ich habe mir ja noch viel vorgenommen, eh das alles zusammen zu cutten, dann oh, am Schluss auch. Knife-Panne hatte Pannen. Ja, Docks. Ich hatte Lysfalt. Also kannst du die grünen jetzt holen, ja? Achso. Ja, habe ich. Bist schon dabei. Das war aber sau knapp, weil ein Herz, ja. Ich komme nicht mal an den Villager ran. Verdammt. Ah, von hinten. So. Soll ich mal Richtung Mitte gehen oder? Oder wohin soll ich? Schon, nee, oder? Es leben nur noch ein paar Teams, also. Ja, aber trotzdem. Von der Mitte können wir dann halt überall hingehen? Ich baue mich mal in die Mitte, komm. Ich mach jetzt hier mal den typischen Bad Wars-Spieler mit Rod. Oh, Gottes Willen. Das ist in letzter Zeit auch so ein mega Trend, ne? Im normalen ja. Bad Wars, vor allem gerade so in 8x1 oder so 8x2 oder so, dass die Leute mit Rods ankommen. Aber das war früher auch nicht so da. Jemand, ne? Ja, eben. Das ist für mich so ein richtiges CW-Item einfach. So, ja, ein CW wird halt gewonstickt und dann macht der Erste so dann wieder Rod oder so, aber. So im normalen Bad Wars. Ist da naja. Ist gelb. Dann das ist genauso wie das Diagonal bauen. Das hat man, also es gab ja so eine richtig lange Zeit, da hat man sich einfach zum Gegner gebaut, den vernichtet und dann sofort in die Mitte. Und jetzt heute ist es irgendwie wieder ein bisschen populärer geworden, dass man sich tatsächlich ab und zu mal diagonal baut. So. Ich könnte eigentlich das Gold sparen und dann eine EP oder so machen. Das wäre natürlich auch lecker. Also Gelb kriegt jetzt Besuch von mir. Mal gucken, was ich so reißen kann. Nice. Ich mache mir vorsichtshalber noch ein bisschen Lederrüstung. Weil die kostet ja nichts, aber bringt trotzdem ganz schön viel. Jo, das stimmt. Aber Gelb? Warte mal. Sind immerhin 2 Rüstungspunkte, oder? Müssen es sein. Das sind 16% Damage Reduction. Leid, auf jeden Hit. Okay, damit kenne ich mich gar nicht aus. Mit was? Mit Damage und sowas. Achso, also, Damage Reduction Zeugs. Ja. Das ist nein, etwas, was ich damals genauer angeguckt habe wegen Varo. Was, also wie viel bringt die Rüstung, welche bringt was, wie viel bringt Prot 1, wie viel bringt dann zum Beispiel auch Protectile Prot, also Prot. Mhm. Wie kann man da am besten abwechseln, weil es lohnt sich zum Beispiel nicht auf allen 4 Teilen Prot zu haben, weil das ist am Schluss nicht mehr effektiv, als wenn man zum Beispiel zweimal Protectile hat und zweimal Protection. Das ist dann die perfekte Abwehr gegen Pfeile, weil man dann sehr einen hohen Protectile-Wert hat. Gleichzeitig aber trotzdem auch einen sehr angemessenen Protection-Wert dann noch, auch für Schwert und so. Ja, da habe ich das halt alles so mehr oder weniger gelernt. Ich weiß jetzt auch nicht ganz alles auswendig, das ist überhaupt nicht, aber immerhin ein bisschen. Robin, wartest du mal kurz, dann können wir beide gemeinsam zu Blau gehen. Das ist nämlich der einzige. Blau da? Kies, ja, genau. Da habe ich jetzt schon einen Weg hingebaut, müssen wir über Orange gehen, aber da sind ich ja hab auch eine EP. Ja, okay, dann machst du es so und ich guck hier, ob ich die anderen irgendwie krieg. Jo. Dann gehe ich Bett abbauen und du killst nachher die Leute. Ja. Das finde ich doch nice. So, da vorne ist Gelb. Team-Aufteilung, ey.
Es leben echt noch ganz schön viel. Ich glaube, da baut sich jemand gleich zu uns. Soll ich mir mal Porter kaufen? Warte mal, ich guck kurz noch. Der ist dort irgendwie bei Rot. Ist die Basis neben uns. Aber da ist halt kein Weg. Kauf dir mal notfalls ein. Ja, ich hab mal einen und hab das einfach im Blick und ich lauf dann jetzt den Weg dir entgegen, also diesen langen hier. Mhm. Ich weiß halt nicht, wo der andere Blau jetzt hin möchte. Jetzt sind ja eigentlich nur noch die zwei Blauen, die wir noch kriegen müssen. So, der eine Blau ist weg. Nice. Und ist das jetzt der andere, der noch irgendwie bei Rot ist oder so, genau, der noch lebt? Ja. Ah, okay. Warte, ich kaufe mir kurz Essen. Jo, mach das. Ich bin übrigens jetzt dann gleich bei dir, also. Das ist ganz angenehm. Ich hab schon deinen Falsch angehört. Achtung, über dir ist jetzt ein Blatt, ne? Also. Oh, oh ja, deswegen habe ich kurz ein bisschen gebuggt. Da baut sich tatsächlich. Ich port mich. Okay, jojo. Kannst du ihn nochmal kurz abschrecken und wenn er denn auf dich fixiert ist, dann komm ich von hinten und überrasch ihn. Ja, passt. Da hat eh safe kommen. Oh, ja, wir haben es nochmal gehabt mit Rot-Spielern. Achtung, Rot. Ach du Scheiße. Jetzt ist leider der Überraschungsmoment ein bisschen verloren gegangen. Ich kaufe ja noch kurz bessere Rüstung und so, weil ich habe ja alles nur einer. Falls er wir dann auf sich, PvP müssen. Es deckt sich und roddet mich jetzt und ich bin tot. Okay. Ich bleib mal irgendwo in der Nähe des Bettes auf jeden Fall. Ah, oh, da ist er. Ja, ja, ich seh's. Okay. Hui, das war glaube ich ein bisschen enger. Ich weiß nicht, aber das war glaube ich gar nicht mal so mega eindeutig jetzt. Aber war auf jeden Fall nochmals eine mega schöne zweite Runde. Ich hoffe, euch haben die zwei Runden gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, oder? Jo. Tschüss. Hoffentlich, also ich denke mal, dass wir vielleicht mal wieder zusammen aufnehmen. Wer weiß, lasst euch einfach überraschen. Ja. Könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, Vorschläge oder so. Naja, dann bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüss.